Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei der Daisy Standalone mit den alten Herren. Ja, und wir sind immer noch in der wunderschönen, hell erleuchteten, unterirdischen Anlage. In der super Müllgrube. Ich hoffe, die machen das später, dass man hier auch Taschenlampen braucht hier unten. Weil das wäre echt cool. Ja, was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir uns zu Tode stürzen. Bob, ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du mich regelmäßig daran erinnerst, Push-to-Talk zu benutzen. Okay. Ey, cool, man kann hier durch, guck mal nach vorne, dann siehst du durch die Wände. Wir sind in einer Grube, in einem Berg. Ja. Ist einfach ausgehöhlt hier. Oh fuck, die Leiter wird jetzt schwierig, oder? Die geht mich von der anderen Seite. Ach, man kann einfach so drauf. Ja, ich hab schon wieder geredet, ohne zu drücken. Ganz nah ran und dann hoch. Ja, Scanner probiert gerade Push-to-Talk aus. Ja, ich habe jetzt endlich eine Maus mit mehreren Tasten. Ah. Dementsprechend nutze ich jetzt auch Push-to-Talk. Da kommen die Wurzeln schon durch. Und ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ich gehe schon recht oft los, ohne dass ich gedrückt halte und wundere mich, dass keine Antwort kommt. Okay, also, wir müssen von hier aus leicht nach Südwesten. Da kommen wir hoffentlich zum Death Pit, wie es heißt. Gut, gut. Okay, Westen und dann soll ich nach Süden, müsste hier lang sein. Dann nutzen wir gerade mal die Gelegenheit für einen Aufruf. Ja. Und zwar wollen wir über das Webtool, wie heißt es nochmal? Roll20 oder Roll20.net. Über das, ja genau, dieses Webtool Roll20.net eine ja, Pen-and-Paper-Runde auf, ja, auf dem PC übertragen, weil wir so hier überhaupt keine Gelegenheit mehr haben. Oder das nicht schaffen, ein paar Mann an den Tisch zu bekommen. Und wollen einfach mal fragen, ob nicht zwei von unseren Zuschauern, also wir können momentan zwei dazu nehmen, Lust haben, da mitzumachen. Es wäre schön, wenn ihr die D&D-Regeln der dritten oder 3.5-Edition oder Pathfinder schon etwas kennt. Ist aber keine Voraussetzung. Wenn ihr denkt, ach, warum eigentlich nicht? Ich möchte es mal kennenlernen, sagt doch einfach mal Bescheid. So, und halt mal Augen offen hier. Also wir spielen D&D 3.5 bei der Roll20-Kampagne. Also hier irgendwo soll das sein? Irgendwo hier, ja. Das ist aber eben, also vielleicht müssen wir nach oben, ich weiß nicht. Ich habe mal ja geguckt, da sind noch viele andere Regelwerke implementiert, auch die Pathfinder-Regelwerke. Ja. Oh, hier ist eine Straße, hier sind wir falsch. Da hinten ist irgendwas. Wir sind viel weiter nach unten. Ne. An der Straße sind wir falsch. Das ist direkt östlich von der Mine, die wir gefunden haben. Ah, okay. Also zumindest laut Internet. Auf der Karte hier ist leider kein Bild davon. Ist einfach mitten im Wald so eine Betonplattform, wie wir sie da eben bei dem Bunker hatten. Nur mit einem Loch in der Mitte mit einer Leiter, die rausguckt. Und die Leiter hört halt in der Mitte auf und man fällt halt den Rest. Aber man überlebt's. Man hat keinen Schaden. Ah, kommt nicht mehr raus. Man kommt nicht mehr raus, ja. Sehr sadistisch. Eine andere Aufrufung. Erinnerung. Ja. Aufrufung? Nein, ja, eine Anrufung. Oh. Pray. Laut Bob, oder Bob hat mir erzählt, dass an diesem Freitag der Geburtstagssale bei Star Citizen auf der Homepage beginnt. Und wer das Spiel, wer Interesse hat, kann ja einfach mal reinschauen. Und wer da sowieso schon was gebackt hat, guckt da bestimmt eher rein. Ja, es werden, letztes Jahr gab es ja jeden Tag ein anderes Schiff im Sale. Dieses Jahr werden alle Schiffe, die für den Sale vorgesehen sind, eine Woche lang angeboten. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommt. Oh, ich auch. Aber leider die Carrack wird nicht angeboten. Das ist ja das Schiff, was ich gerne hätte. Ja. Nur keine X-Abhandlung von irgendwelchen bereits erschienenen Schiffen. Also ich wette, die Mustang kommt in allen ihren Varianten. Ja gut, die aber... Die ist echt überfällig. Ja, wollte ich gerade sagen. Die gab es ja so noch nicht. Und Patch 1.0 kommt dann auch irgendwann. Wo dann alle Single-Seater drin sind. Ja. Momentan sind wir bei Patch 0.92. Ja, irgendwo, wir sind schon zu weit. Wo zur Hölle ist diese Grube? Ob sie die wieder rausgepatcht haben? Weil die Videos, die ich gesehen habe, sind vom Experimental-Server gewesen.
Kann es sein, dass sie die tatsächlich rausgemacht haben, weil es einfach zu fies war, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum nicht? Weil die fies sind. Oh fuck, ich überhitze. Nein! Ich muss ganz schnell mich ausziehen. Und ich muss was trinken, sehe ich gerade. Shit. Kannst du mal hier Platz machen? Beziehungsweise ich esse was. Die ganzen Chemlights können raus. Oh fuck, Overheating ist gar nicht gut, ey. Wer links auch gerade günstig an einem Mustang-Beister sitzen kommen möchte, kann mal bei eBay schauen. Aus einem AMD, ja, Paket, wo dann bei dem zwei Spiele, noch zwei andere Spiele beiliegen, gab es die Mustang. Und die Mustang wird momentan ja für unter teilweise 25 Euro angeboten bei eBay im Sofortkauf. Und hat einen Wert von 60, ja, Dollar. Man kann es aber nicht verkaufen, einschmelzen. Nein. Man könnte sie halt dann nochmal wieder verkaufen. Hier, ich leg mal zwei Packungen Buckshots hin. Vielleicht hast du Interesse dran. Ja, damit meine ich. Liegt vor mir. Ich brauch mehr Platz. Okay, puh, Jacke bin ich schon mal los. Muss ich die Weste nur irgendwo unterkriegen. Oh fuck, die hat 3x2. Muss ich noch was futtern. Ja, ich esse auch gerade meine Ration leer. Viel habe ich nicht mehr. Muss die Jacke doch nochmal anziehen, ist auch noch Essen drin. Oh stimmt, was ist eigentlich in meiner Jacke drin? Streichhölzer, ihr müsst es leider in die Jacke. Tut mir leid. Fuck, ich bin schon stuffed. Wie kriege ich jetzt... Ich habe jetzt 4. Ich brauche mehr Plätze. Ich glaube, die M4-Munition schmeiße ich weg. Ich meine, ich werde eh nie eine M4 finden. So, jetzt ich heb's nochmal ein bisschen auf, 6. Die M4-Munition. Ich hätte jetzt schon genug Platz, muss nur noch sortieren. Na ja, okay, ich sehe, zuerst habe ich noch genug dabei, nur am Trinken wird es bald hapern. Ist aber schlecht. Scheiße. Ah, Inventar-Tetris hat sich gelohnt. Ich habe die Weste. So, jetzt habe ich nur noch eine Hose an, aber die kann ich jetzt auch nicht mehr ausziehen. Und meinen Gesichtsschutz kann ich noch ausziehen. So. Die Handschuhe auch noch. Den Helm kann ich nicht mehr ausziehen. Egal, dann muss es so weitergehen. Gut, dass mein Helm belüftet ist. Was ist denn das hier? Das ist auch keine Plattform. Aber ist alles so uneben, ne? Wie soll denn hier so ein Ding hinpassen? Fuck, ich brauche Wasser. Ganz dringend brauche ich Wasser. Du kannst doch von mir eine Kantine haben. Nee, Wasser zum Baden, meine ich. Also so ein Teich. See. Ja, eine Badewanne. Badewanne, genau, danke. Ja, lass uns jetzt mal vorrangig den Teich suchen. Ja, toll, wie willst du hier einen Teich finden? Wir sind im Wald. Ja, weißt du, wo es überall Bäche und sonst was gibt? Ich bin Straße! Okay. Da oben geht ein Weg. Wo sind wir denn hier? Wir sind. Links geht der Weg nach Krasnoi. Ist auch eine neue Stadt. Dann nach links. Okay. Aber wir sind echt am Arsch der Welt, ne? Tja, entweder wir verdursten oder verhungern unterwegs oder wir schaffen's. Ja, ich overheate schon wieder, ey. Obwohl ich kaum noch was anhabe. Die Hose kann ich nicht auch noch ausziehen, so viel Platz habe ich nicht. Wie schnell sind wir kurz losspurten und dann wieder laufen? Stehen bleiben eigentlich. Ich habe ja noch SKS-Clips, sehe ich gerade 2 Stück. Hast du eine SKS? Nein, ich habe nur die Schrotflinte. Sollte also ein Bär kommen, lass ihn da ran und dann verprügelt sie ihn mit der Flinte. Verprügel ich ihn damit, genau. Übrigens, diese und die nächste Episode sind erst einmal die letzten, die ihr vom Stable-Server seht. Wir werden danach auf Experimental wechseln. Mal schauen, was es da Feines gibt, außer Kannibalismus. Oh komm ey, da kommt der Berg nicht hoch hier. Das gibt's doch nicht.
Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.